Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial KiCad 5.1.x. Ja, hallo liebe KiCad-Freunde. Im letzten Video hatte ich ja erwähnt, dass mein Update auf Linux Mint 20.0 Uliana nicht geklappt hatte. Und zwar dahingehend nicht geklappt hatte, dass die PBAs nicht funktionierten, und zwar von KiCad und vom FreeCAD. Jetzt funktioniert es. Ich habe es heute auf meinem Tablet durchgespielt. Da hat es also hingehauen. Hier auf dem Laptop, wo ich euch jetzt hier das Video gerade erstelle, muss ich es noch tun. Wie könnt ihr jetzt auf Linux Mint Uliana 20 updaten? Und zwar hier einmal über die Taskleiste. Gebt ihr hier ein Systemberichte. Wenn ihr das öffnet, die Systemberichte, sollte hier diese Meldung kommen, eine neue Version von Linux Mint ist verfügbar, dann hier auf Linux Mint Uliana klicken. Öffnet sich dann hier so eine wunderschöne Webseite. Ihr kommt also dann auf der Webseite von Linux Mint raus. Und hier folgt ihr einfach diesem Link. Das ist hier nur die Ankündigung, dass das jetzt alles vorhanden ist und so weiter. Und hier ist die Installationsanleitung, wie ihr updatet. So, und da gibt es jetzt einiges zu beachten und das möchte ich euch heute kurz hier in diesem Video erklären. Ihr müsst natürlich erst einmal dieses DPKG-Print-Architektur ausführen und es sollte dann hier unten AMD 64 stehen. Wer hier noch i386 stehen hat, kann da nicht mehr weitermachen. Der muss erst auf die 64-Bit-Version installieren oder umrüsten, da sein Linux Mint, oder sollte dann gleich eine neue Installation machen, weil Linux Mint 20 nur noch als 64-Bit zur Verfügung steht. So, wie bin ich jetzt weiter vorgegangen? Ich bin dann hier vorgegangen. Als erstes, dass ich hergegangen bin und habe, so wie das auch hier beschrieben ist, erst einmal über die Aktualisierungsverwaltung hier über Auffrischen alle Aktualisierungen installiert. Ich mache es hier gleich mal. Achso, okay, Synaptic verwendet den im Moment. Ich möchte euch nämlich hier gleich noch was anderes zeigen. Also sollte dann zum Schluss hier so aussehen, ihr System auf dem neuesten Stand. Dann macht ihr bitte einen Systemschnappschuss. Und wenn ihr diesen Systemschnappschuss gemacht habt, hier über Erstellen, habt ihr erst einmal einen sauberen Abschluss eures Systems und könnt im Notfall auch wieder zurück auf euer altes System, hier auf dieses 19.3. Sichert natürlich bitte eure Daten. Ich übernehme keine Garantie, wenn es schief geht und ihr kriegt es nicht mehr wieder hingestellt. Ja, also Backup. Ganz wichtig, auch das sollte man vielleicht noch vorher mal in Betracht ziehen. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir jetzt weiterhin wie folgt vor. Wir öffnen über die Taskleiste hier Synaptic, gehen hier in die Suche, suchen wir uns erst als erstes einmal KiCad. Das weicht jetzt hier in unserem in der Anleitung hier zum Update steht, man soll die Pakete downgraden und dann removen. Das funktioniert aber nicht, zumindest bei mir hat es nicht funktioniert, deswegen bin ich hier den anderen Weg gegangen. Ich glaube, der ist auch etwas sicherer. Also hier KiCad suchen, die entsprechenden Pakete, Rechtsklick zum Entfernen vormerken, dann KiCad deinstallieren erst einmal. Das gleiche tun wir hier mit FreeCAD. Tun wir hier dann mit FreeCAD, auch hier das tun wir gleich deinstallieren. Dann könnt ihr bitte hier im Status schauen als nächstes. Wenn hier steht installiert, automatisch zu entfernen. Also nicht hier lokal oder veraltet, sondern installiert und in den Klammern automatisch zu entfernen. Das könnt ihr, diese Pakete könnt ihr dann anklicken, hier markieren und auch noch mit entfernen. Das funktioniert problemlos. Dann könnt ihr hier Synaptic verlassen und wir machen jetzt hier im Linux Mint weiter. Im Linux Mint dann die Aktualisierungsverwaltung öffnen, auf die Einstellungen gehen. Halt, Moment, jetzt war ich hier falsch. Und zwar auf die Paketquellen gehen.
Dann hier in den Paketquellen, das ist auch so in der Anleitung hier beschrieben, erst einmal hier diese ganzen PPAs alle abwählen, also hier abwählen, dann kommt hier unten die Meldung, dass man den Cache aktualisieren soll. Macht das hier an dieser Stelle noch nicht. Die alle abwählen, hier die zusätzlichen Paketquellen auch noch alle abwählen und erst dann das OK ausführen und den Cache neu erstellen lassen. So, ich nehme die hier an der Stelle nochmal rein. Anschließend könnt ihr noch einmal hier bei fremde Pakete entfernen hergehen und versuchen, das ein oder andere fremde Paket zu entfernen. Bei mir war das hier zum Schluss eine ganze Liste. Leider waren da auch einige Pakete dabei, die doch noch benötigt wurden. Also ich habe es zum Schluss nicht gemacht. Wie gesagt, hier in der Beschreibung ist es geschrieben, also hier Remove Foreign Packages und dann diese entsprechend zu entfernen. Ich habe diesen Punkt an dieser Stelle hier übersprungen. Hat auch keine nachteiligen Auswirkungen gehabt. Dann müsst ihr euch, wenn ihr das gemacht habt, ich gehe jetzt mal hier auf Abbrechen, macht das hier alles wieder zu. Wenn ihr soweit seid, macht ihr dann bitte Folgendes. Ihr macht hier apt-install mint-upgrade über die Konsole. Dazu könnt ihr einfach hier das Terminal öffnen. Macht es am besten gleich so, Terminal und dann im Vordergrund mit Kopieren und Rechtsklick einfügen. Dann hier einfügen. Ganz wichtig, das sudo nicht vergessen. Das muss man auf alle Fälle machen. Ich habe es hier schon installiert. Mit sudo apt-install mint-upgrade. Ihr müsst dann nochmal euer Passwort eingeben. Euer sudo-Passwort sollte auch kein Problem sein. Dann ist das installiert. Den nächsten Schritt. Hoppala. Den nächsten Schritt macht ihr dann bitte ohne sudo. Wenn ihr das installiert habt, macht ihr hier mit mint-upgrade einfach diesen Check, dann könnt ihr dann durchlaufen lassen, folgt einfach hier den Anweisungen. Das sollte soweit fehlerfrei durchlaufen. Das ist ganz wichtig, wenn das fehlerfrei durchlaufen läuft. Das Einzige, was dann noch gemeckert wird, ist dieses Remove der fremden Pakete. Das könnt ihr ignorieren, aber alles andere sollte fehlerfrei durchlaufen. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr hier weitermachen mit Mint Upgrade Download. Dann das Upgrade selber und entsprechend dann einen Restart machen. Arbeitet euch dann hier nach unten soweit durch, bis ihr damit fertig seid. Ich gehe hier mal wieder raus. Und wenn ihr einen Neustart dann durchführt, seid ihr wieder auf eurem neu geupgradeten System. So, die PBAs funktionieren mittlerweile. Wenn ihr also dann in eurem neu installierten System seid, in dem Linux Mint 20, gibt ihr hier oben ein, also die KiCad PCB.org, denn die Webseite von KiCad geht dann hier auf den, ich gehe nochmal zurück, diese hier in den Download-Bereich, hier Linux Mint und könnt jetzt hier dieses PPA installieren. Hier unten ist es gleich nochmal. Sind gleich nochmal die Befehle angegeben. Hier oben der erste, den müsst ihr dann im Terminal ausführen. Das Update lasst ihr erstmal bitte. Dann geht ihr nochmal in euren Browser, gebt hier oben im Browser ein FreeCAD und zwar FreeCAD PPA. Dann kommt er hier direkt auf wiki-freecat-web.org, install on Unix, geht hier gleich den ersten Link und nimmt dann hier stable PPA für das grafische Interface. Auch hier nochmal sudo add apt dieses PPA, dann wird das installiert. Jetzt macht er erst euer Update, dann wird vom KiCad und vom FreeCAD alles neu eingelesen und ihr könnt dann mit sudo apt-install FreeCAD. Hier das FreeCAD-Doc funktionierte bei mir nicht, da war eine Abhängigkeit nicht erfüllt, aber die Dokumentation brauche ich eh nicht. Wenn ich was suche dann, oder wenn ich was wissen will, dann suche ich da im Internet zu. Also dann hier dieses sudo apt-install FreeCAD und natürlich sudo apt-install
Kiket hier als diesen Befehl sudo apt install recommends kiket. Und wenn das alles soweit funktioniert hat, dann sollte alles wieder laufen. Dadurch, dass ihr geupgradet habt, sind auch meine Einstellungen soweit übernommen worden. Die waren alle noch vorhanden. Das hat also funktioniert. Brauchte ich da nicht weiter großartig nochmal die beiden Programme konfigurieren. Bitte, wie gesagt, wichtig, vorher hier über Synaptic diese beiden Programme deinstallieren. Das mit dem Downgrade und Remove, so wie es in der Anleitung beschrieben ist, hat bei mir nicht funktioniert. Das beachten und dann sollte das eigentlich alles klappen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Upgrade und wenn ich mich das nächste Mal melde, dann habe ich auch das Mint 20. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß, tschüss.